Aida Mar, die Kanaren und Madeira. Der Winter war kalt und lang. Der Körper sehnt sich nach etwas Sonne und Wärme. Was liegt da näher, als eine kleine Reise in den Süden zu unternehmen? Corona plagt uns alle noch und wir vernehmen gerade, dass sich die Reisegebiete langsam wieder öffnen. Kurz entschlossen buchen wir die Aida Mar und die Kanarischen Inseln mit Madeira. Und dies als Wärmegarantie. Natürlich geht das nur mit dem Flieger und es sind nur wenige unterwegs. Das spüren wir schon am Flughafen. Kein Gedränge, kein Stress, alles locker, trotz Masken. In der kalten Jahreszeit werden die Flieger auch noch enteist, was die Sicherheit erhöht und auch interessant zu beobachten ist. Aber dann, nach einer kurzen Wartezeit, geht es aufwärts der Sonne entgegen. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Perfekt die Landung in Gran Canaria und das Wetter scheint es auch zu sein. Wir freuen uns auf das Schiff, welches wir aus einer früheren Reise nach St. Petersburg bereits kennen. Der Check-in ist spitze organisiert. Nach einem erneuten Corona-Test geht es problemlos an Bord. Jedoch müssen wir 90 Minuten die Kabine hüten, bevor wir das Schiff in Beschlag nehmen können. Wir buchen immer eine Balkonkabine und das können wir nur empfehlen. Nicht fehlen darf die Sicherheitseinweisung für Notfälle an Bord. Das müssen alle Passagiere durchlaufen und ist Pflichtprogramm. Aber auch recht zügig abgehandelt. Wir verbringen den restlichen Tag im Hafen von Gran Canaria, bevor wir die Fahrt starten. Davor erkunden wir genüsslich bei angenehmen 20 Grad das Schiff mit seinen unzähligen Freizeit- und Essensangeboten. Verschiedene Künstler proben für den allabendlichen Auftritt im Theatrium. Auch das zu beobachten ist sehr interessant. Es naht der Abend, die Sonne geht langsam unter und zaubert die Stadt in ein besonders schönes Licht. Wir genießen den milden Abend an Bord der Aida. Kurz nach Mitternacht verlassen wir den Hafen. Nur wenige Menschen sind noch an Deck, aber das Ablegen und Verlassen des Hafens sollte man schon erleben. Dafür habe ich mir auch extra den Wecker gestellt. Hier ein kleiner Überblick unserer gesamten Reisestrecke innerhalb der kommenden Woche. Heute haben wir einen ganzen Tag auf See und es ist Valentinstag. Unglaublich schön hat uns das Buffalo Restaurant empfangen. Die Überraschung ist gelungen. Die Torte sah nicht nur unheimlich schön aus,
Sie hat auch so geschmeckt. Auch auf dem Balkon unserer Kabine kann man die gute Seeluft mit einem Buch in der Sonne genießen. Und wieder sind die tollen Künstler bei der Probe. Aus urheberrechtlichen Gründen habe ich den Ton weggelassen, aber ich darf versichern, sie sind unheimlich gut. Wir haben wirklich Glück, man sieht es an unseren Aufnahmen. Das Schiff ist aufgrund der Pandemie nur zur Hälfte gebucht, was natürlich äußerst entspannend ist. Schöne Stimmungen zaubert es hier auf See. Die Sonne, die Wolken und das ruhige Meer. Ein Platz an der Sonne, das öffnet unser Herz. Der Abend im Restaurant steht immer noch im Zeichen des Valentinstag. Wir genießen die Ambiente und das Essen hier im Buffalo Restaurant. Danach erwartet uns wieder ein unterhaltsames Programm im Theatrium. Am nächsten Morgen fahren wir um 8 Uhr in den Hafen von Madeira ein. Alles liegt noch im Dunkeln und ich stelle mir auch wieder die Uhr, um die Einfahrt nicht zu verpassen. Ignacy Freites empfängt hier jedes AIDA-Schiff mit seinem freundlichen Guten Morgen. Das ist bereits Kult und Geschichte hier in Madeira. Wer seinen Wecker nicht gestellt hat, wird spätestens jetzt sanft aus dem Bett geworfen. Aber es lohnt sich auch aufzustehen. Die schöne Aussicht und ein fantastisches Frühstück locken uns in den Tag. Überhaupt ist es empfehlenswert, das Frühstück in diesem Restaurant zu buchen. Entspannt und in toller Atmosphäre lässt sich so der Tag beginnen. Heute ist ein sportlicher Tag angesagt. Wir fahren mit dem E-Bike und erkunden Madeira. Da wir Madeira bereits schon mal besucht hatten und wir die tolle Holzschlittenfahrt vom Berg herunter kannten, wollten wir etwas anderes ausprobieren. Madeira aus einem anderen Sichtwinkel. Wir besuchen interessante Locations und auch die Markthalle mit den farbenfrohen Früchten und Gemüseständen. Und weiter geht die Fahrt. Es macht riesig Spaß mit den angenehmen Temperaturen um die 20 Grad. Mit dem Rad geht es durch die Straßen der Innenstadt, das geht natürlich besser als mit dem Auto und wir bekommen einen tollen Eindruck von dieser Stadt. Unser Tourguide ist gut vorbereitet und hat allerhand zu dieser Stadt zu erzählen.
Immer wieder Stopps an herrlichen Aussichtspunkten unterbrechen die sportliche Radfahrt. Naja, zugegeben, sportlich ist anders, aber man hat auf jeden Fall Bewegung. Heute folgt ein weiterer Seetag zur Entspannung und man sieht hier wieder die menschenleeren Flure, was während der Pandemie dann doch beruhigend auf uns einwirkt. Das vor dem Lift war der Hoteldirektor Heiko Schlieg. Er entdeckte meine 360-Grad-Kamera und wollte später dazu noch etwas mehr wissen. Hier in der Rezeption sind immer freundliche und hilfsbereite Mitarbeiter in angenehmer Atmosphäre für die Passagiere da. Man hat das Gefühl, man ist wirklich willkommen. Heute ist der Himmel etwas bedeckt und es herrschen auch kühlere Temperaturen an Bord. Viele verbringen den Tag im Innern des Schiffes. Aber ein kleiner Rundgang an Deck schafft etwas frische Luft und Bewegung. Danach ein nettes Gespräch in der Kaffeebar, um mit dem Hoteldirektor etwas über die Kameras und das Filmen fachzusimpeln. Wir nähern uns am frühen Morgen der nächsten Insel, Lanzarote. Wie fast immer war mein Schiff etwas schneller und liegt bereits wieder vor uns im Hafen. Da wir Urlaub haben, war unser Tag meist von einem späten Frühstück und danach am Nachmittag mit einem Ausflug getaktet. Heute wollen wir mit einem interessanten Fahrzeug, einem Slingshot, die Insel erkunden. Wie diese aussehen, werden wir später sehen. Hier warten wir, um einzuchecken und das Fahrzeug in Empfang zu nehmen. Er hier macht die Instruktion und weist uns darauf hin, dass es kein Ferrari ist. Obwohl, sie sehen fast danach aus, jedoch fehlt hinten ein Rad. Aber trotzdem lässt sich das Gefährt mühelos und gutmütig bewegen. Also es ist ein Riesenspaß und ich kann nur sagen, wir haben gut und richtig gewählt. Hier machen wir eine kleine Pause und besichtigen ein landwirtschaftliches Museum, also so wie die Bauern hier früher gelebt haben. Das Anwesen ist liebevoll aufgebaut und ein Halt hier in den Bergen lohnt sich wirklich. Das handwerkliche Geschick und die Tonherstellung zeigt uns dieser Einheimische eindrucksvoll.
Wir fahren weiter und kommen auch an wunderschöne Küstenabschnitte wie hier. Unser Tourguide hat eine schöne Strecke ausgesucht und wir kommen auf unsere Kosten. Also ich empfinde es schöner als erwartet. Sehr exotisch sieht das Gefährt aus, aber es ist wirklich leicht zu beherrschen und wir können eine solche Fahrt nur wärmstens empfehlen, aber das sieht man uns an. Alles hat ein Ende und somit auch dieser schöne Ausflug. Und wir warten hier auf den Bus für die Rückfahrt. Am Abend zuvor hatte sich sein Nachbar, ein Bäckermeister. Wieder an Bord erwarten uns tolle Vorträge von unserem Lektor. Unglaublich interessant kann er uns die Geschichte rüberbringen. Schade, dass sich so wenig Passagiere dafür interessieren. Hatte Angst, dass die Cholera über die Stadt kommen würde. Eine Seuche, die damals mit einer Tödlichkeit von über 40% durch die Städte Europas raste und die Menschen wie die Fliegen dahin warfen. Von Kontoren, von Brücken, von allen betroffen, worunter sie Zuflucht gesucht haben. Gebäude stürzten wie die Kartenhäuser ein. Menschen, die nicht betroffen waren, rannten sofort zur Hilfe. Man versuchte mit Stangen, mit Hölzern, mit Trümmern, die man gefunden hatte, die Menschen unter den Trümmerteilen herauszuziehen. Zum Sonnenuntergang verlassen wir den Hafen von Lanzarote. Von unserem Balkon aus genießen wir den herrlichen Sommertag und die Ausfahrt. Wir fahren der Sonne entgegen, beziehungsweise wir folgen ihren untergehenden Weg. Das gehört zu den schönsten Momenten hier auf See. Täglich erwarten uns tolle Künstler mit ihrem sehenswerten Programm. Allein diese Aufführungen sind ihr Geld wert. Urheberrechtlich ist hier der Ton ausgelassen, aber wir können versichern, es war traumhaft schön. Gegen 9 Uhr fahren wir in den Hafen von La Palma ein. Bevor wir hier wieder mit dem E-Bike auf Tour gehen, genießen wir die Sonnenstrahlen an Bord und das leere Schiff. Die meisten Passagiere sind bereits an verschiedenen Landausflügen unterwegs. Mit einer kleinen Gruppe ziehen wir wieder los. Es macht wirklich Spaß, die Stadt und ihre Umgebung mit dem E-Bike zu erkunden.
Genügend Pausen mit Erklärungen unseres Tourguides unterbrechen die Fahrt ausreichend. Übrigens wachsen hier die viel zu kleinen Bananen, also die, welche aufgrund der EU-Norm nicht in unsere Welt passen. Traurig, dass man sowas nach Norm wachsen lassen muss. Wir raten zu dieser sehenswerten Kirche mit alten Holzverzierungen und einem schönen gepflasterten Platz in einem kleinen Dörfchen, das zum Verweilen und Schlendern einlädt. Hier sehen wir unglaubliche Aschenreste auf der Straße, welche der Vulkanausbruch hinterlassen hat. Es geht zurück zum Schiff und lassen uns kulinarisch verwöhnen, das kann man auch mit einem leckeren Burger erleben. Am Abend wieder ein außergewöhnliches Theaterprogramm, aber sehen wir es uns an. Und ich kenne, und zwar mein Name ist Elke Winter, man nennt mich auch die Helene Fischer der Travestie. Nicht nur, weil wir beide 36 sind, nicht nur, weil wir beide blond sind, nein, es gibt noch was anderes, was uns verbindet. Und zwar, wir haben den gleichen Kontostand und... Ja, jetzt fragen Sie sich, was macht die hier? Ich kann es Ihnen sagen, es ist Langeweile. An Bord spazieren gegangen, ne? Da ist mir ja aufgefallen, Mode wird ja dann zum Problem, wenn der Kopf rausguckt, ne? Es ist ja... Ja, jedenfalls bin ich hier an Deck gewesen und da habe ich mir meinen Bademantel angezogen, ne? Und dann bin ich auf so einen vollbesetzten Whirlpool gegangen, ne? Das war schon toll. Diese Reaktionen waren schon gut, ne? Also ich hatte den Bademantel an, bin da so lang drauf zugegangen, ne? Da sehe ich schon die eine, die wird sich jetzt auch, die will doch hier nicht rein. Jedes Blubberbläschen ist besetzt. Wofür die sich denn jetzt hier noch dazwischen klemmen in dieser Zeit? Aber ich habe gelacht. Den Bademantel ausgezogen, bin auf die Leiter. Und sie wieder, also ich finde es eine Unverschämtheit, die könnt ja noch irgendwo einen Kaffee trinken gehen. Also ich mache meine Blubberphase jetzt zu Ende, ich rücke nicht ein Stück. Ich bin dann rein ins Becken, habe ich in die Mitte gesetzt, habe gesagt, ich bin gleich wieder weg, ich muss mal kurz pinkeln. Und Gegen 19 Uhr verlassen wir den Hafen von La Palma und ziehen weiter. Uhr in der Früh. Im Halbdunkeln erreichen wir den Hafen von Teneriffa. Es ist für Fotografen an sich ein schönes Licht, nicht zu dunkel und noch nicht zu hell. Einfach schön für diese Aufnahmen. Nach dem Frühstück wollen wir auf Schusters Rappen die Stadt erkunden und somit machen wir uns gut gerüstet auf den Weg. Ein besonders sehenswerter Ort ist die Afrika-Marktanlage. Hier gibt es alles, was man braucht oder auch nicht braucht.
Es ist Begegnungs- und Handelsstätte. Die Menschen treffen sich hier zum Einkauf oder einfach nur so. Wir ziehen unsere Kreise um die Stadt und sammeln die Eindrücke, bevor wir uns nach dem Fußmarsch wieder auf dem Weg in Richtung unserer Aida Mar machen. Das Schöne an einer Schiffsreise ist im Vergleich wie bei einer Schnecke. Nicht nur das Reisetempo ist so langsam, man hat auch immer sein Häuschen mit dabei. Also ohne ständig die Koffer packen, um an den nächsten Ort zu kommen. Uns erwartet wieder ein vorzüglicher Vortrag aus der geschichtlichen Vergangenheit der Seefahrer. Weil ihm war klar, das Ganze muss die Küste der Türkei gewesen sein. Und er fährt die Küste so lange auf und ab, bis er plötzlich, ja, auf dieser, wenn man so möchte, bis er urplötzlich die Hügel von Troja sieht. Er sieht den Fluss, den Kladios, er sieht die Hügel, er sieht die gesamte Region und er sagt, das muss Troja gewesen sein. Und dann setzt er den Spaten an. Und dann holt er um 1870 die komplette Antike aus dem Boden. Er gräbt Troja aus, später trägt er Mykene aus, Tyrins. Die ganzen Strecken dieser Romane bei den Geschichten von Homer kommen plötzlich ans Licht. Er findet Gold. Wir lassen uns wieder verwöhnen und das Essen hier an Bord ist wirklich, wie es die Bilder versprechen. Ein herrlicher Regenbogen lässt sich plötzlich sehen. Wir sind von diesem Naturschauspiel wirklich begeistert. Ebenso von der Gesangskünste von Herrn Forbes und Wetherspoon. Der letzte Abend an Bord gehört immer der Aida Crew. Sie verabschiedet sich von den Gästen und bereitet sich auf die nächste Welle vor. Schönen guten Abend auch von meiner Seite. Schön, dass Sie so zahlreich erschienen sind hier bei uns, wetterbedingt im Theatrium. Bevor wir jetzt loslegen, muss ich Sie erst fragen. 1800 Kilometer haben wir gemeinsam zurückgelegt. Wir waren 7 Tage unterwegs. Wir waren in 5 verschiedenen Häfen. Wir haben 2 Länder bereist. Das bringt mich zu der für uns, für mich, für die Crew alles entscheidenden Frage. Hat Ihnen dieser Urlaub gefallen? Sehr schön. Leider nicht hier sein konnte, aber der Teil, der hier war, repräsentativ für Ihr Urlaubserlebnis hier bei uns an Bord. Ich würde sagen, so, zum Wohl, Prost und zum Wohl. Stößchen. Danke gemacht. Am nächsten Morgen fahren wir gegen 5.30 Uhr wieder im Hafen von Gran Canaria ein. Die Reise geht zu Ende, die Koffer werden gepackt. Wir verlassen ein tolles AIDA-Team. Und hier mit unserem ständigen Begleiter Oswin aus Indien. Ein sehr angenehmer Mensch. Ab in den Flieger und schon nach wenigen Stunden sind wir wieder gesund in unserer Heimat in Deutschland angekommen. Ein starker Sturm hatte sich in Deutschlands Norden ausgebreitet und den spürt man bei der Landung in Frankfurt auch. Aber alles ging gut und bleibt in schöner Erinnerung. Bis bald mal wieder. Karin und Michael.